Saarbrücken ist vor der Brust. Englische Woche, das dritte Spiel jetzt innerhalb von kurzer Zeit. Dazu noch die lange Busfahrt aus Rostock, sicherlich Höchstarbeit für unsere Physios, dass sie die Jungs wieder frisch kriegen. Wir werden ja auch alles dafür natürlich im Training tun, dass sie die nötige Frische haben im Spiel gegen Saarbrücken. Ein Gegner, der wieder ein bisschen Land sieht, der sich im Winter, ich würde schon sagen, dramatisch verstärkt verändert hat. Die Veränderungen haben am Anfang nicht so gegriffen, aber jetzt fahren sie Siege ein, haben drei von vier Heimspielen gewonnen. Also zeigt das schon, dass sie die Qualität auf jeden Fall erhöht haben in ihrer Mannschaft. Und es wird für uns ein ähnlich schwieriges Auswärtsspiel wie in Rostock. Und da müssen wir uns dann wieder beweisen, müssen wieder den Zusammenhalt auf dem Platz zeigen, wie wir es in den letzten beiden Spielen geschafft haben. Und ich gehe davon aus, dass wir in dem Spiel auch wieder mehr Räume, mehr Chancen kriegen als jetzt gestern, sondern dass wir da genauso auftreten wie in Rostock. Ich glaube, dass sie erstmal deutlich ihre Qualität erhöht haben, ihre individuelle Klasse. Ich glaube, dass sie kompakt stehen, eine kampfstarke Truppe sind, die Vollgas geben, die auch sicherlich zu Hause etwas Selbstbewusstsein getankt haben. Und wir haben im Hinspiel auch schmerzlich erfahren müssen, dass sie gute Distanzschützen haben in ihren Reihen. Und all das führt natürlich zusammen, dass wir wieder eine gute Leistung brauchen, ähnlich wie in Rostock, um dort zu bestehen. Ich denke, es ist ein bisschen schwieriger Spiel. Saarbrücken ist in der Keller und ich denke, Saarbrücken probiert alles für gewonnen. Unsere Mannschaft habe einen Tag weniger für Reconversion. Für Reconversion. Aber ich denke, du gehst da, du gibst alles, wie in Rostock oder in gegen Elversberg. Gegen Elversberg. Und der Wichtige für uns ist der Maximumpunkt. Das ist alles. Ich denke, wenn viel habe gefangen mit Laufen. Ich habe gedacht, okay, ich gebe alles und dann ich gebe zwei Optionen für viel. Selber schießen oder Glück kriegen, oder? Aber viel war so frisch, habe eine sehr gute Ball gegeben hinter und dann es geklappt. Ich freue mich ganz einfach, dass wir drei gute Stürmer in unserem Kader haben, die wir kombinieren können. Und der Patrick hat mit seiner Leistung gestern wieder nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht. Und wir werden das jetzt kurzfristig entscheiden, wie wir das handeln jetzt in Saarbrücken. Der Gerrit Wickham hat sich aufgerieben gestern. Der Kingsley war sicherlich auch platt. Also haben mit ihm einen noch etwas frischeren Spieler, der ja auch zwei positive Erlebnisse jetzt hatte gestern in unserem Kader. Und wie gesagt, wir werden das kurzfristig entscheiden.